Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf Ragnarok. Ja, sind wir hier auf Ragnarok? Ja, herzlich willkommen zurück bei Ark Survival Evolved hier auf der Ragnarok-Map. Und ja, heute schaffen wir es endlich, unseren Wyvern groß zu ziehen. Natürlich müssen wir dafür vorher andere Gefahren auf uns nehmen und die Schlucht der Drachen besuchen. Aber das werdet ihr jetzt gleich sehen. Viel Spaß bei der Folge. Bis gleich. Wir befinden uns jetzt an einem der gefährlichsten Orte der Karte, glaube ich. Denke ich. Der Drachenschlucht. Und ja, ich werde mal kurz zeigen, wo genau sich das befindet. Was sind die Koordinaten? 24,8 und 70,5. Und ja, ist ziemlich nordöstlich auf der Karte. Und hier in dieser Schlucht leben halt die ganzen Wyvern. Und wir brauchen ja immer noch die Wyvern-Milch, um unseren eigenen aufzuziehen. Und darum werden wir jetzt versuchen, hier mal einen Drachen rauszulocken und den zu betäuben. Ich habe auch extra spezielle Betäubungspfeile gemacht. Die sind so effektiv wie 50 normale Betäubungspfeile. Also damit dürfte man die eigentlich schnell aus dem Verkehr ziehen, wenn man denn mal einen findet. Wyverns, wo seid ihr? Okay, fliegen wir mal in die andere Richtung. Kann doch nicht sein, dass jetzt hier nichts ist. Sind die alle auf Wanderschaft oder was? Ah, da liegen auch schon Eier. Oh, hier geht's noch weiter runter. Und in die Höhle rein. Boah, das sieht ja krass aus. Das sieht echt krass aus. Und bis jetzt sehe ich immer noch keinen. Da ist einer. Ja, da komm mal mit. Kommst du, folgst du mir? Ja, komm. So. Dann landen wir mal hier irgendwo. Oh. Hey, komm zurück. Komm hier. Oh, das ist ein Blitzwyvern. Die machen, glaube ich, sehr viel Schaden. Okay, versuchen wir mal unser Glück. Hoffentlich sind die Pfeile gut genug. Oha. Schon down. Ja, krass. Und, ah, 5 Wyvern Milch. Sehr gut. Und ja, ich überlege gerade, ob wir den irgendwie einbauen sollen. Ja, ich glaube, ich baue mal was um den herum. Habe ich die Säule nicht mehr? Doch, da. So. Einfach mal ein paar verteilen. Oh, was? Er ist schon wieder wach. Ach du Scheiße. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Wow. Zum Glück haben wir aber hier einen Killervogel. Der kann locker mit dem Wyvern mithalten. So. Ob es klappt, wenn ich den gleichen nochmal betäube? Ich versuche das mal. Und? Nein. Ah, Spinne! Weg mit dir! Oh. Ich bin vergiftet.
Ja, okay, kann man nicht zweimal den gleichen. Ah, der war auch nur Level 20. Okay. Ja, das ganze Spiel werden wir jetzt noch ein paar Mal wiederholen. Und dann haben wir hoffentlich genug Wyvernmilch, um unseren eigenen aufzuziehen. Ich weiß nicht, wie viel man davon ungefähr braucht. Ich sammle erstmal ein bisschen was. Ich bin jetzt ein bisschen durch die Gegend geflogen hier in der Höhle, aber ich habe keinen einzigen Wyvern mehr gesehen. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal so ein Ei aus dem Nest klauen und gucken, ob dann welche erscheinen. Weil ich glaube, man wird ja verfolgt von denen, wenn man so ein Ei klaut. Und das versuchen wir jetzt einfach mal. Ich habe doch eben schon eins gesehen, da ist es. Level 55. Und? Keiner zu Hause? Komisch. Irgendwie hat die Map sich, glaube ich, gegen mich verschworen. Immer wenn ich irgendwo nach Action suche, dann gehe ich zu Orten, wo angeblich Action sein soll, und da ist überhaupt nichts los. Oh, hier gibt es Käfer. Ah, cool. Dann nehme ich da gleich mal direkt einen mit. Vogel. Komm her. So. Ja, keine Wyvern hier. Ich weiß nicht, ob die 5 Milch reichen, die wir bis jetzt haben. Naja. Ich nehme mal den Käfer mit. Und dann begeben wir uns auf den Weg nach Hause. Ja, die Käfer sind nämlich äußerst praktisch. Die können nicht nur Dünger produzieren, sondern auch Öl. Und ja, dann haben wir unsere eigene Ölquelle zu Hause. Dann brauchen wir nicht mehr danach suchen gehen. Fliege ich überhaupt in die richtige Richtung? Ja, ich glaube schon. Okay, Leute, ich melde mich, wenn ich wieder zu Hause bin. Wir sind so gut wie zu Hause. Und jetzt wird erstmal der komische Käfer gezähmt, den wir gefunden haben. Und dafür werde ich ihn mal hier in das Gewächshaus einsperren, denke ich. Obwohl, ja, der ist ja nicht schnell. Ich lasse ihn mal hier draußen. Nehmen wir uns hier mal ein bisschen Kacke raus. Und dann werden wir den mal zähmen. Nur einen einzigen. Ja, cool. Dann komm mal mit. Obwohl, ich kann ihn ja tragen, oder? Ja, ich kann ihn tragen. So, ab hier rein. Und hier kannst du bleiben. Hey! Unser neuer Mistkäferfreund. Cool. Ja, ich glaube, wir werden noch einige mehr davon brauchen, damit das effektiv ist. Aber fürs Erste ist er ja schon mal gut. Das Praktische ist, durch die Mods, die ich habe, hier zum Beispiel der verbesserte Kompostbehälter, der sammelt alle Dino-Kacke automatisch ein und macht daraus den Dünger. Und verteilt aber auch die Kacke auf den Käfer hier zum Beispiel. Und der macht ja auch Dünger davon. Und der Dünger wird dann automatisch hier reingezogen in dieses Silo. Das kann man aber auch manuell machen. Hier haben wir jetzt 4 Stück. Und dann füllt das auch automatisch in die Blumenbeete rein. Also braucht man sich hier ums Feld nicht mehr kümmern. Die Ernte geht automatisch hier in diese Kiste rein. Man braucht nur noch ab und zu hinkommen und die Sachen rausnehmen. Und ja, das Leben ist einfach viel einfacher mit Mods, ne?
So, Vogel, komm mal hier. Boah, bist du schnell. Alter Schwede. Komm her. Komm. Ja. Ich habe auch mit den Vögeln noch weiter gebrütet. Wir haben jetzt schon einige hier vorne sitzen. Ein paar coole Farben haben sich noch ergeben. Der hier hat. Nervt doch nicht. Der hier hat lilane und grüne Schwanzfedern. Und hier hinten ist einer mit hellgrünen Federn hinten. Und einen gelben Vogel haben wir mittlerweile. Und einen, ja, grün-lilanen. Auf jeden Fall habe ich die miteinander auch nochmal brüten lassen. Ich will halt einfach einen Vogel haben, der sich komplett von den wilden Vögeln unterscheidet. Am liebsten hier in Gelb mit dem Grün ein bisschen gemischt und ja, mal gucken, was draus wird. Der ultimative Vogel ist nicht mehr weit entfernt. Also, Leute, also ich habe jetzt Ewigkeiten nach einem anderen River noch gesucht, aber ich habe keinen gefunden. Ich habe jetzt das Ei hier ausbrüten lassen und wir nehmen jetzt die 5 Milch, die wir haben, bevor die vergammelt. Und dann, ja, versuchen wir unser Glück mit dem Wyvern. Mein erster Wyvern. Oh, was machst du denn hier? Ja, ich habe eben noch ein paar Argentavis hier ausgebrütet. Kann ich auch mal gleich zeigen. Da sind wieder ein paar krasse Farben dabei. Das ist echt Knaller. Hohoho. Geil. Hier, nimm die Milch. Oh, nice, der sieht echt cool aus. Ich mach mal die Schrift weg. Yeah. Unser eigener Baby Wyvern. Da muss ich direkt mal einen Screenshot machen. Cool. Ja, geil. Ich melde mich zurück, wenn er erwachsen ist. Und dann machen wir eine Proberunde, denke ich mal. So, mittlerweile ist er fast erwachsen. 16%. Ja, Prägung jetzt auf 100% geschafft. Wow. Schauen wir mal kurz auf die Stats. Fast 20.000 Leben schon als Grundlevel, das ist schon krass. Ausdauer scheint mir was niedrig. Ich weiß gar nicht, ob die auch tauchen können, schwimmen können. Muss man gleich testen. 887% Nahkampfschaden. Ja, leider ist mir bei der Hälfte ungefähr die Milch ausgegangen. Ich habe jetzt mal Fleisch reingetan, aber das scheint er nicht zu essen. Aber Nahrung ist einigermaßen gefüllt, also das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ah, der sieht schon krass aus, oder? Wahnsinn. Endlich ist er fertig, unser Ice Wyvern. Und man braucht auch keinen Sattel dafür. Ah, der ist echt cool. Ja, checken wir erstmal die Attacken aus. Mit normalem Mausklick kann er beißen. Auf Rechtsklick. Wow. Macht er so einen Eisstrahl. Und auf C macht er ein bisschen Wind mit seinen Flügeln. Ich weiß aber nicht, ob das irgendeinen Effekt hat. Und in der Luft. Ja, der ist echt krass schnell. Und in der Luft kann er auf C sogar größere Dinos schleppen. Das ist echt praktisch. Aber leider, ja, die Ausdauer ist echt miese. Da muss ich auf jeden Fall ein paar Pünktchen reinstecken.
Ja, wir lassen den mal kurz seine Ausdauer aufladen. In der Zeit zeige ich mal eben die Vögel. Das sind mittlerweile die coolsten Farben, die dabei rausgekommen sind. Ja, die beiden sind Zwillinge hier. Die beiden, ja, was ist das? Türkis, Cyan? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, der eine ist halt vorne blau und die anderen sind hinten blau. Jetzt versuche ich, die miteinander zu paaren, so dass ein ganz blauer dabei rauskommt. Und ja, die sind das Ergebnis aus diesen ganzen Vögeln hier. Ja, also dieses Züchten, das ist echt eine Heidenarbeit, alter Schwede. Aber am Ende kommt auch was Cooles dabei raus, wenn man nur die Geduld hat. So, mittlerweile dürfte die Ausdauer bei denen wieder voll sein. Dann fliegen wir mal los und testen, was der so für einen Angriff macht. Was für einen Schaden. Da ist auch schon ein Patschi. Was ist das? 923. Und da ist noch kein Level reingegangen. Alter Schwede. Also das Vieh kann mal echt ultra stark werden. Leider ist der Wendekreis echt riesig. Hä, bin ich runtergefallen? Hohohoho. Und was macht der Eisstrahl für einen Schaden? Ah, nicht genügend Ausdauer. Erstmal verpisst du dich hier. Dich wollen wir hier nicht. Rüstung. Eisrüstung. Ja, der ist echt stark, geil. Wie viel Bisse brauche ich denn für so einen Bronto? Alter Schwede. Das ist mal echt eine Maschine. Aber da muss man noch an der Stamina arbeiten. Ja, das ist zu wenig. Oh, 28 Level. Mal gucken wir mal, ob wir die auf 1500 kriegen. Ja. Dann noch mal ein bisschen auf Angriffskraft. Leider kann man nicht die Geschwindigkeit aufleveln. Aber ja. Boah. Der ist ja schon einigermaßen schnell. Ich glaube, es sieht nur ein bisschen langsam aus, weil die Kamera halt so weit rausgeht. Aber der ist schon ordentlich schnell. Und jetzt stellen wir uns noch einem Kampf. Wyvern gegen Wyvern. Mal sehen, was ich ausrichten kann. Oha. Oh nein, meine Stamina ist schon gleich leer. Okay, ich lande mal. Hoffentlich kommt er mir nicht hinterher. Doch, natürlich kommt er. Oder? Nee. Oh, der ist aber schon sehr blutig. Ich glaube, der kann nicht lange mehr standhalten. Mal her, Freund. Ah, und tot ist er. Ein Gift-Wyvern weniger auf dieser Map. Und hat er was Cooles fallen lassen? Ein Giftzahn. Cool. So. Eiswürmer. Ja, da muss ich mir noch einen coolen Namen für überlegen. Und ja, eigentlich will ich dann die Folge beenden für heute. Und ja, wie immer hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Und schaut gerne wieder rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dann, ciao!